Ferdinand Weber-Ette Sanda ist 1928 in Santa Maria Valmisteir gegründet worden. Man hat den Frauen die Möglichkeit gegeben, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften und einen Beruf zu lehren. Früher hat es sehr viele Handwebereien in der Schweiz. Heute gibt es nur noch 3 Professionelle mit 25 Webstühlen und 16 Mitarbeiterinnen sind wir die grösste Handweberei in der Schweiz. In den letzten 3 Jahren haben wir in der Tessanda sehr viel erneuert. Wir haben alle Kommunikationsmittel neu gestalten lassen. Wir haben aber auch am Sortiment geschafft und sogar an den einzelnen Produkten. Die sehen heute auch anders aus als noch vor ein paar Monaten. Und wir haben aber auch hinter den Kulissen geschafft. Wir haben eine Produktionsplanung eingeführt. Wir haben Statistiken. Also Tessanda ist eigentlich ganz eine andere als noch vor ein paar Monaten. Ich habe dort die Lehre gemacht, 3 Jahre als Gewebegestalterin. Meine Aufgaben jetzt da sind also die Lehrlingsausbildung und die Produktion. Und was sich jetzt verändert hat zu vor ein paar Jahren, ist, dass wir die Muster ein bisschen aufwerten, also mit anderen Farben, nicht mehr so bunt. Und auch, wir legen viel mehr Wert auf kleine Details. Ich habe in St. Gallen die Fachmatura gemacht und habe danach dann eigentlich gewusst, dass ich lieber will arbeiten gehen, handwerklich arbeiten. Und da habe ich eigentlich per Zufall den Betrieb gefunden und auch den Beruf. Und nach dem Schnuppern, nach den wenigen Schnuppertagen, die ich gemacht habe, habe ich eigentlich direkt gewusst, dass das ist es, das will ich gerne machen. Und dann war auch das Aufzügeln gar keine Hürde mehr. Das ist wie das Kloster im Steyr. Tessanda gehört einfach hier im Tal zu uns und auch für unsere Gäste. Wenn sie kommen, wird natürlich Tessanda immer empfohlen. Und die meisten gehen auch. Also ich würde sagen, die mehr als 2 Tage bleiben, die gehen sicher, geht hier jeder Gast einmal in Tessanda raus. Ich habe regelmäßig sehr positive Rückmeldungen von Gästen, die zu Besuch waren in der Tessanda. Und sie sagen auch, es war eine Art ein bisschen wie ein Augenöffner gewesen, wenn sie sehen, wie viel Sorgfalt, mit wie viel Bütz und mit wie viel Kunstfertigkeit so ein kleines Stück Stoff hergestellt wird. Und das sind Zeiten, wo ein T-Shirt 8.90 Franken kostet. Das heisst, die Sensibilisierung der Gäste auf die Werte wie Nachhaltigkeit, Tradition, Qualität ist auch absolut im Sinn des Naturparks Biosphäre Valmisteir. Was mir an dieser Webstube sehr gefällt, ist auch die Entwicklung, die jetzt passiert ist. Es ist viel farbiger, es sind ein bisschen andere Materialien zum Teil oder Zusammensetzungen, die ich wunderschön finde. Ich schenke gerne von hier oft ein Tüchli und eine Lumpe, weil das ist immer, wenn die Leute so freut, das leisten sich nicht einfach so und es ist ein sehr gutes Geschenk. Und für mich halt auch persönlich freue ich mich, wenn ich dann so einen schönen Schal anlegen kann. Und es ist ein Produkt aus Münstertal. Also ich sehe die Weiterentwicklung der Tessanda in dem, dass wir jetzt auch das festigen, was wir verändert und erreicht haben in den letzten 3 Jahren. Dann würde ich gerne mehr Firmenkunden akquirieren. Und das Dritte ist, wir haben sehr viele Anfragen von interessierten Frauen zum Webkurs bei uns zu machen. Das finde ich auch eine spannende Geschichte und das würde ich gerne anbieten in der Zukunft.